Ja, jetzt wollen wir uns noch anschauen, wie man mit Picker Lindelöf bzw. mit dem Fixpunktsatz von Banach eine Anfangswertaufgabe auch konstruktiv lösen kann. Bisher haben wir ja nur die Existenz und Eindeutigkeit einer Lösung der Anfangswertaufgabe. Wir haben noch keine Ahnung, wie man sie denn ausrechnen könnte. Das ist eigentlich überraschend, denn Banach gibt ja eigentlich auch konstruktiv an, wie man einen Fixpunkt einer Folge berechnen kann, nämlich einfach als Grenzwert der Fixpunktfolge. Wir wollen uns hier einmal anschauen, wie man das für diese Aufgaben nutzen kann. Und dazu sei alles wie im Beweis von Picard Lindelöf. Das heißt also, wir haben wieder eine Funktion g, die geht von den stetigen Funktionen auf einem Intervall i1 in die stetigen Funktionen auf einem Intervall i1. Ja, das war die Funktion, die wir damals definiert hatten. Und na, wir hatten eben gezeigt, genau dann ist ein y. Entschuldigung, genau dann ist ein y Lösung der Anfangswertaufgabe, wenn es diese Integralgleichung erfüllt. Das heißt also, wenn es ein Fixpunkt von g ist. Okay, wie im Beweis sei i1 jetzt so klein, dass g kontrahierend ist. Und dann haben wir alles zusammen für den Fixpunktsatz von Banach. Ja, also c0 von i1 war vollständig, g war eine Selbstabbildung und g war kontrahierend. Das heißt also, es gibt einen Fixpunkt, das haben wir damals benutzt im Satz von Picard-Lindelöf, aber es gilt natürlich auch, die Fixpunktfolge konvergiert. Das heißt also, wenn wir mal definieren, y0, irgendeine beliebige Funktion, eine stetige Funktion auf i1, und wir definieren die Funktionenfolge yk plus 1 gleich g von yk mit dem g von oben, dann gilt, dass yk konvergiert gegen y bezüglich der Supremumsnorm, also gleichmäßig, und y ist Lösung der Anfangswertaufgabe. Ich glaube, das sieht man am besten, was das bedeutet, wenn man ein ganz einfaches Beispiel hier einfach mal rechnet. Und zwar schauen wir uns an, die ganz einfache Differentialgleichung y' von t gleich y von t, y von 0 gleich 1, das war immer unser Beispiel. Und die Lösung, das wissen Sie hoffentlich inzwischen, ist natürlich y von t gleich e hoch t. Okay, wir setzen das ein. Das heißt, es gilt y0 ist gleich, wir wählen y0 gleich 1. Und gemäß dieser Folge hier, gemäß dieser Iteration, gemäß dieser rekursiven Vorschrift, berechnen wir dann das y1. Das y1 ist g von y0. Und das g, und dann setzen wir das y0 ein. Und das g steht hier oben. Das ist also y0, das ist bei uns 1, plus das Integral von a, das ist 0, bis t und dann f von s, y von s ds. Naja, also unser f ist in dem Fall einfach nur, ups, wo steht es? Da, unser f von s und y von s ist einfach nur das y von s. Das heißt, also hier steht das Integral von 0 bis t, y von s ds. Und naja, y0 von s ds und y0 von s war aber gleich 1, also steht hier das Integral von 0 bis t über 1, das ist also 1 plus t. Ja, also sehr viel geredet für sehr wenig Inhalt. Okay, y2 von t, was müssen wir tun? Wir müssen wieder einsetzen. Das ist also 1 plus das Integral von 0 bis t. Und jetzt müssen wir die Funktion einsetzen, also 1 plus s ds. Und das ist 1 plus t plus ja, Stammfunktion von s ist s Quadrat halbe. Das heißt also hier noch plus t Quadrat halbe. Das heißt, y2 ist von der Form 1 plus t Quadrat halbe. Sie zeigen sofort per Induktion, dass yn von t ist die Summe j gleich 0 bis n t hoch j. Durch j Fakultät. Und tatsächlich, Sie wissen natürlich aus Analysis 1, das konvergiert gegen e hoch t und auf einem kompakten Intervall i1 konvergiert das auch gleichmäßig. Also ist das keine Überraschung, was wir hier haben. Okay, das heißt, grundsätzlich haben wir hier ein Rezept, um für jede Differentialgleichung, die die Voraussetzungen des Satzes von Picard-Lindelöf erfüllt, tatsächlich eine Lösung anzugeben, konstruktiv als Grenzwert einer Funktionenfolge.
Tatsächlich ist das wenig attraktiv, ja, denn dieses Integral kann man sehr, sehr häufig nicht ausrechnen und kann man meist nicht ausrechnen. Und wenn man anfängt, dieses Integral numerisch auszuwerten, dann wird es tatsächlich alles viel zu teuer. Das heißt, nur für wenige einfache Beispiele kann man das tatsächlich nutzen und das hier ist eins von diesen.